Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Jetzt wollte ich Satisfactory sagen. Verdammt. Ja. Es ist soweit. Und außerdem habe ich gerade meine Begrüßung gemacht mit der Hand am Kopf so in die Kamera. Hallo, dabei ist die Kamera gar nicht an. So, genau, da sind wir wieder. Ich bin wieder da und Jamila ist auch wieder da. Und Physics ist auch wieder da. Genau, jetzt sind wir wieder vollzählig. Jetzt sind wir wieder zu dritt. Jamila trägt irgendwas Unsichtbares, was man nicht gesehen hat. Sah interessant aus. Genau. Beete, genau. Wir können die auch in die Erde machen, wenn du das willst. Graben. Ist kein Problem, können wir machen. Weiß nicht, Jamila, hast du schon den Bauhammer? Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube, die müsste man jetzt kaputt machen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, abbauen kann man die nicht. Ich gucke auch gleich mal, dass ich dir Werkzeuge herstelle. Die hast du letztes Mal nicht bekommen. Ich glaube, die sind dann kaputt. Ich bin mir nicht sicher. Als wenn du die nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise abbauen kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei dem Spiel so einfach geht. Auf jeden Fall habe ich das Zeug gefunden, was du letztes Mal gesucht hattest. Da dieses... Was war das? Natron? Irgendwas? Ja, Nitratpulver. Nitrat, genau. Das ist so ein Rohstoff, der irgendwo rumliegt. Sieht so kristallförmig aus. Und den konnte man abbauen. Der war auf dem Boden. Hab nur vergessen, wo der war. Hast du davon nicht alles abgebaut? Nee, den Kristall ja, aber es ging im Boden noch weiter. Aber das findet man immer mal wieder, das Zeug. Also. Das stimmt. Da sind 105. Ich guck mal, dass ich dann gleich noch Werkzeuge für Jamila bauen kann. Dass sie wenigstens mal den Schraubenschlüssel und den Hammer kriegt. Ja, Jamila, es sind 105 oben links in der Kiste. Wo bist du? Verschwunden ist sie. So. Auch ganz gut, wenn ich hier ein Loch grab, habe ich wieder ein bisschen Leben rausgekriegt und ein bisschen Sand. Auch nicht verkehrt. Ja, stimmt. Und Steine kriegen wir auch noch raus. Blöcken haben wir hier eigentlich noch draußen drumherum. Ah, die Eier, so. So ein paar. Na gut. Also Essen anbauen ist auf jeden Fall mal nicht verkehrt. Das ist eine gute Sache. Das stimmt. Ich hab schon wieder Hunger, ey. Das gibt's doch nicht. Ich habe keinen Stein, um meine Axt zu reparieren. Jetzt wird's peinlich. So. Das ist, glaube ich, Eisen. Okay, die schmelzen ja, genau. Das ein. Schmeiß ich das gerade mal da rein. Ja, das ist ein Hase. Ich dachte gerade, was bewegt sich denn da? Öff nicht. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was brauchen wir denn für die Werkzeuge. Der Schraubenschlüssel, dafür bräuchte ich geschmiedetes Eisen, das kriegen wir zusammen, da habe ich kein Problem mit. Klebeband dürfte ich, glaube ich, noch haben. Müssten wir haben, ne? Ja, ein bisschen habe ich eben gerade eben noch gesehen. Das ist Blei. Was ist denn hier? Wenn ihr zu mir kommt, dann können wir ein bisschen XP farmen. Hier ist so eine kleine Horde an Zombies. Nee, lass mal. Nee, ich schau gleich mal. Ich komm gleich, ich muss nur kurz gucken, ich brauch das Zeug hier. Ich finde kein Klebeband. Hä? Die fängt schon an auseinander zu laufen, also wäre nicht so schlimm, wenn ihr jetzt kommt. Wo ist er denn? Wo hat er denn schon wieder Freunde gefunden? Aus unserer Basis raus, rechts rum und dann hinter das Haus.
bin ja immer noch fest davon überzeugt, dass manche Pfeile einfach durch die durchfliegen. Ich kann den gar nicht benutzen, der ist kaputt. Ah, das erklärt einiges. Das war eine saubere Amputation des Kopfes. Oh, ich hab dir einen Pfeil durch die Schulter gejagt. Das ist natürlich suboptimal. Mir? Nee, Jamila. Die Arme. Hier ist noch einer. So, jetzt aber gucken, irgendwie Klebeband. Haben wir keins mehr. Das ist jetzt nicht so geil, aber auch nicht so das Mega-Problem. Das kriege ich wieder. Doch, da ist Klebeband, siehst du. So, was brauche ich noch? Das kann ich abbauen, das kann ich herstellen. Und dann brauchst du noch den Hammer. Und für den Hammer brauchen wir Holz. Noch mehr Klebeband. Oh, ich brauche mehr Klebeband. Leder. Haben wir noch? Holz habe ich, okay. Fleisch. In der oberen Kiste ist Fleisch. Ist also das Essen drin, wenn du was essen willst. Oben rechts in der Kiste. Ei. Verrottetes Fleisch. Das schmeiße ich immer weg, aber wenn du das brauchst, nehme ich das gerne mit. Ne, gerade nichts im Inventar. Da kommt. Oh, da ist ein Airdrop. Ja, wollte gerade sagen, wenn jemand will, kann er mal hinflitzen. Ja, mache ich gleich. Ich klöppel gerade noch ein bisschen Stein. Nee, stimmt, wenn da Bücher drin sind, dann kann ich die ja auch rausnehmen. Ich muss die ja nur noch nicht lesen. Genau. Kann ich ja immer noch dann euch geben. So, das habe ich auch repariert. Kann das wieder zurück. Behalte ich mal im Inventar. Dann gehe ich nämlich jetzt gerade mal schnell auf die Suche nach ein paar Teilen. Dass ich Jamila Werkzeug herstellen kann. Und Jamila, du brauchst also verrottetes Fleisch noch nebenbei. Okay, dann suche ich das auch noch mit. In der Schmiede dürfte gerade auch wie ist es, Messing und Blei schmelzen. Ja, genau, da lief gerade was, ja. Das ist, ja. Da müssen wir einfach nur gucken, dass die immer schön weiterläuft. Ich glaube, das hast du, wie die Schmiede funktioniert, hast du vorhin, hast du gerade eben Jamila erklärt, ne? Hat sich gerade genau, erklärt. Ja, genau. Gut. So, hier kriege ich schon mal ein paar Teile aus dem Auto raus, das ist gut. Ich habe so Kohldampf, das ist unglaublich. Und was ist im Spiel? Essen? Ha? Und was ist im Spiel, frage ich? Ja, nur leider nur im Spiel. Also hier habe ich gegessen gerade. Darauf erstmal eine gewisse längliche Praline, dessen Name ich jetzt nicht näher nenne. Hi Ryan. Mein Stream hat auch eine tolle Bezeichnung heute, einen tollen Titel. Habt ihr den schon gesehen? Nee, da muss ich ja. Da muss ich den Stream aufmachen. Block. So, Auto weg.
Ich dachte, das passt. Ja, doch. So, doch, der passt. Etwas, mit dem wir uns hier ewig rumärgern müssen. Ja. Hey, Autos abbauen bringt richtig gutes Zeug mit dem Schraubenschlüssel. Das ist richtig geil. Jetzt brauch ich stimmt, du hast mir auch gegeben. Ja. Jetzt brauche ich nur noch Klebeband einmal. Also selbst Waschbecken kannst du damit abbauen, mit dem Schraubenschlüssel. Dann kriegst du auf jeden Fall so diese Metallrohre raus, falls man die mal sucht. Gut, das Haus ist komplett gelootet, da brauche ich nicht mehr gucken. Ich glaube, du kriegst damit aber nicht mehr Stein raus, wenn du damit einen Stein abbaust. Mit dem Schraubenschlüssel? Ja. Nee, das nicht, aber halt, wie gesagt, bei Autos kriegst du die mechanischen Teile, die Batterie und alles, du kriegst halt alles Mögliche raus. Das werden wir halt später vor allem alles brauchen. Sobald es ein bisschen technischer wird. Genau, und wenn du halt andere Sachen suchst, also jetzt hier diese Metallrohre zum Beispiel, die kannst du dann auch aus Waschbecken unter anderem raus oder aus einer Klimaanlage. Ja. So, hier habe ich verrottetes Fleisch schon mal. Da ist eine Dame, die eins auf die Schnauze will. Ah. Platt. Und hopp, hopp. Ich finde die Animation sehr lustig beim bei dem Schlagstock, den du da hast. Wieso, weil der Kopf immer so schön wegfliegt von denen? Ja, nee, das kommt ja auch davon, da, wenn du dann da drauf hämmerst. Ja, das ist, also wenn ich dir mit Pfeilen in den Kopf schieße, dann wird da auch ganz kurzer Prozess rausgemacht, indem ich den die einfach amputiere. Ja, was ich meinte war, Bobs Café. Hallo, kann ich auch noch bitte treffen? Es wird ja immer schlimmer. Was wollte ich jetzt sagen? Schlagstock-Animation. Ach so. Nee, das Lustige daran ist einfach, wie du so deinen Arm dann noch so wegstreckst. Dass du deinen Arm wegstreckst und gleichzeitig irgendwie. Mein Gott, hier sind noch mehr Zombies. Echt jetzt auch mal langsam. Und irgendwie diesen Schlagstock so hämmerst, dass der. Also Kopfschmerzen verursacht, ja, aber halt. Jetzt nicht wirklich nachhaltigen Schaden. Zumindest so sieht das immer aus. So. Die gibt Ruhe. Sehr schön. Ah, da muss ich erstmal aufhämmern. Verdammt. Ja, es sind hier nur 1000. Kannst du die nicht mit dem Schraubenschlüssel vielleicht aufmachen? Was meinst du, geht das schnell? Keine Ahnung. Also, könnte sein, doch. Achso, ja gut. Aber ich glaube, du verbrauchst deutlich mehr Ausdauer, wenn du mit dem Schraubenschlüssel da drauf haust. Ja, auf jeden Fall. Wo kommt er denn jetzt her? Na, erschrecken wir uns? Aber ich mag das. Komisch bist du. Ah! Ich sehe euch doch oben auf meinem Kompass oder Radar oder wie auch immer. Ja, das ist gut. Ich sehe nur nicht, ich sehe nur, welche Richtung ihr halt seid und sehe nicht, wie weit ihr weg seid. Und ich sehe auch nicht, wer das ist. Oh, lol. Du bist sogar schon näher an dem Job dran als ich, Paddy. Kannst du Mila ist irgendwo holen, wenn du willst. Oder ich hole ihn halt einfach gleich. Ah, ich bin da auch auf dem Weg hin, aber ich farm halt nebenbei Ressourcen. Zum Beispiel, jetzt fahre ich gerade noch ein bisschen Kohle, damit unsere Schmiede schön weiterlaufen kann. Und Jamila ist, glaube ich, schon wieder
unterwegs auf Sterbemission oder so. Oh Gott, mein Essen leuchtet schon rot. Ich verhungere gleich. Du kannst jetzt natürlich die Taktik von mir benutzen, ne? Nein, will ich nicht. Er hat sehr gut funktioniert. Ryan schreibt gerade, hatte hier schöne Tage. An Weihnachten ja, auf jeden Fall. Ich wurde ja erfolgreich gedemütigt von meinem fiesen Bruder. Ja. Das hat er mir natürlich doch die ganze Zeit unter die Nase gerieben, wie überlegen er mir ist in allem. Nee, aber war ganz cool. War ganz schön. Ah. Natürlich hat er das. Bei mir war halt Weihnachten. Bei mir war Weihnachten Familie, heißt genauso traumatisch wie immer, also keine großen Veränderungen. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Betrinken, anschreien, heulend das Haus verlassen. Das Übliche. Ja, nee, letzteres nicht, weil das wird ja als unmännlich gelten. Das ist ja. Oder ist ja unmännlich, nicht nur es wird als unmännlich gelten, das ist ja unmännlich. Nee, aber ich habe auf jeden Fall beschlossen, dass ich mit meinem Bruder, dass wir das nochmal öfter machen. Mit dem Stream. Das wird bestimmt lustig. Nur da müssen wir halt mal andere Spiele finden. Nicht nur Schlag den Star. Das ist dann doch nicht so mein Spiel. Ja, wie wär's mit guten Spielen? Ja, schwierig, wir haben halt so einen unglaublich unterschiedlichen Gaming-Geschmack. Das ist halt ganz, ganz schwierig dann. Kann ich da irgendwie... Ah, da komme ich dran, okay. Ah, immerhin. So, aufs Dach gehe ich erst später. Das muss Bob sein. Und ich bin in seinem Café. So, Bob ist tot. Endgültig. Aber warum hat er denn was dagegen, dass du bei dem Café bist? Der wusste doch nicht, also vielleicht wolltest du ja einfach einen Kaffee kaufen. Au! Vielleicht liegt es daran, dass ich seinen Kaffee plünder gerade. Nein. Nie im Leben. Nicht gut. So, habe ich jetzt irgendwas zu essen, ja. Benutzen. Du hast ganz viel eingesammelt, also müsstest du eigentlich. Ich habe auf jeden Fall ein Essensheft für Jamila später dann. Ja, Energy Drink hinterher. Ist nie verkehrt. Ah. Noch ein Süppchen hinterher. Alles rein. Was denn hier? Hier ist irgendwie eine Stadt und ein kleines Haus, aber das sieht mir nicht aus wie ein Händler. Das ist wahrscheinlich von anderen Bewohnern bewohnt. Ich habe noch ein Essenset für Jamila. Also Jamila, du kannst kochen bald ganz gut skillen, wenn das so weitergeht. Du kannst tatsächlich, Paddy, wenn du da gleich irgendwann fertig bist, von da aus einfach mal in den Osten laufen. Mhm. Und dann kommst du nämlich irgendwann in ein Dorf, in ein anderes, so ein kleines Dörfchen. Und da ist auch irgendwann eine kleine Ranger-Station. Okay. Ich komme da auch gleich wieder hin. Ich gehe nur jetzt eben einmal kurz bis zum Job. Jetzt habe ich so viel gegessen, ich habe immer noch Hunger, das ist doch nicht wahr. Ja gut, ich war doch mordsmäßig ausgehungert. Ah, schlecht. Da ist nix. Hier ist noch was drin. Ja, Papier natürlich, wie immer. Ich dachte gerade, was brennt denn da vorne? Aber das ist halt einfach das Rauchzeichen von dem Job gewesen. Naja, natürlich. Hier oben ist guter Loot und auch viele Zombies. Das ist schön. Ja, haben wir den Automagazin... Wasser,
zu essen. Das Automagazin kannst du, glaube ich, mir geben. Da habe ich, glaube ich, auch schon 5 Stück oder so. Oder oder was waren es? 4? Ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, und hier sind... hier sind so Magazine. Okay. Das sind irgendwelche Verbesserungen für Waffen. Und da ist so ein Magazinbündel. Was haben wir drin? Ich habe absolut keine Ahnung, was das für Magazine sind. Ich habe hier ein Medical-Dings, Heft. Also wenn sich hier einer auf medizinisches Zeug noch spezialisieren will. Ablabab. Jamila ist Fachärztin hier. Ja, Jamila kriegt das Medical-Heft. Die darf uns dann verarzten. Ich habe noch eins gefunden, siehst du. Dann habe ich hier noch ein Heft gefunden. Feuerwehrmann. Grundausbildung Feuerwehrmann. Was? Weiß nicht, was das jetzt bringt, aber... Das habe ich mir auch gerade gefragt. Es wird neblig. Ja, das stimmt. Dann, was habe ich noch für ein Heft? Ödlandschätze und Handyland, also Handwerker-Ding. Nein, ich glaube, wenn man so Ressourcen wie Eisen, Nitratpulver und sowas alles mal farmen möchte, muss man hier einfach so durch so die Hügel einfach laufen, weil die halt immer wieder so die Dinger sind. Genau. Diese kleinen Blöcke. So, den Erdrohr. Haufen von irgendwas. Den hattest du noch? Ja. So, und du meintest, wo warst du jetzt? Von da, wo du bist, in den Osten. Genau, da siehst du es auch schon rechts auf der Karte. Das hier, oder was? Da. Ja, das ist halt dieses kleine Dörfchen am Fluss da. Waren und wir dann ein bisschen weiter nördlich davon ist noch was. Da waren wir noch nicht. Kann auch schon sein, dass wir beim letzten Mal waren, aber... Ich glaube, da waren wir nämlich schon. Das habe ich nämlich aufgedeckt. Bin mir ziemlich sicher, dass wir da waren. Laufen wir mal den Weg hier hoch. Da muss ich eh wieder zurück. Meine Taschen sind wieder voll. Das Problem, was du in jedem Spiel hast, zu kleine Taschen. Prinzipiell. Ach. Selbst bei Satisfactory habe ich es geschafft. Du glaubst es nicht, aber bei mir privat habe ich mir tatsächlich noch eine Mod dafür installiert, dass ich dann halt noch mal 500 Plätze mehr habe. Also unser Inventar, was wir ja schon haben, was ja schon künstlich in die Größe getrieben ist, habe ich, glaube ich, noch mal mehr als verdoppelt. Es ist so, es reicht nie. Und auch das wirst du voll kriegen irgendwann. Man kann einfach keine zu großen Hosentaschen in einem Spiel haben. Das geht nicht. Ja, das ist wie zu viel Käse auf der Pizza oder so. Geht auch nicht. Das ist eine Lüge. Wer das behauptet, dass das funktioniert, das geht einfach. Doch, es geht. Ich habe es einmal gehabt. Was? Ja. Das war ganz, ganz komisch. Das war, da war der Käse obendrauf dicker als der Pizzaboden schon. Also der war also richtig dick und massiv. Ich weiß nicht, wie der das hingekriegt hat. Es war nicht mehr essbar. Also es war wirklich zäh. Es war wirklich wie Schuhsohle. Das war einfach nicht geil. Du drückst auch immer Linksklick, wenn du mit dem Schraubenschlüssel unterwegs bist, ne? Genau. Dann dreht er den so komisch. Ja. Und dann kriegst du eigentlich andere Ressourcen raus, als wenn du da mit der Axt drauf hämmerst. Ja gut, weil ich habe hier vorne noch was gefunden. Noch Medical. Du kannst tatsächlich, wenn du zu mir kommst, können wir so ein bisschen... Okay, du bist schon tot. Können wir hier so ein bisschen was looten? Ja, ich muss gleich erstmal zurück, meine Taschen sind voll. Ich hoffe, dass ich hier noch alles mitnehmen kann in dem Haus. Hallo, ist hier noch jemand? Nee, anscheinend nicht.
Das ist ein geteilter Kopf direkt unterhalb. Unterhalb der. Oh, Schmiedeheft. Sehr gut. Direkt unterhalb der Nase. Das war interessant. Mhm. So. Oh, das ist Elton. Oh, ich habe Schwarzgebrannten gefunden. Und ein Tresor. Alter, ich wusste, dass da irgendwo in dem Raum einer sein muss und ich habe mich trotzdem erschrocken. Den Tresor nehme ich mit. Koste es, was ich wolle. Ich muss aber irgendwas essen. Habe ich noch? Ich habe noch zwei Brote immerhin. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Brote langsamer esse, kriege ich... Jetzt habe ich doch die Scheißerei, egal. Ey, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, wenn ich die langsamer esse, kriege ich die Scheißerei nicht, aber doch. Gut. Betten kann man auch auseinanderbauen mit dem... Mit dem, Schraubenschlüssel. Ja. Was kriegt man denn raus? Stoff, oder? Irgendwie so ein bisschen Stoff, ein bisschen Federn, ein bisschen Eisen. Also ich glaube durchaus ganz in Ordnung, so was Sachen angeht. Oh, Besuch. Hallo. Sind Sie der Bewohner dieses Hauses? Jetzt nicht mehr. Tresore dauern immer so ewig, ey. So, kann ich dich abbauen? Oh ja. Krieg ich noch was anderes außer Schrott aus dir raus? Ja, da kommen paar mechanische Teile. Sehr gut. Lululululu. Jetzt gehen wir erstmal kurz gucken. Gibt es da noch was Interessantes? So. Kleber noch, das ist auch nicht schlecht. Okay. Da hinten ist eine Tasche. So. Ich glaube, es gibt exakt kein Spiel, was jemals Leitern in irgendeiner Art und Weise schön gemacht hatte. Du meinst, ohne dass man runterfällt und sich alles bricht? Oder auch erst das Hochkraxeln, das ist auch jedes Mal ein Trauerspiel. Was bist du? Ein Zombie? Hilfe! Alter, kommt auf einmal so ein scheiß Geier angeflogen. Ach so, ja, die. Machst du die Luke auf, komm hier so hoch und denkst so, ja, da wird doch bestimmt irgendwas sein oder nicht. Also, ja, es ist doch unwahrscheinlich, dass da nichts ist. Geht er so hoch? Ist da nichts? Wundere ich mich schon. Und dann gehe ich da runter, beziehungsweise da rauf und möchte was abbauen. Und dann kommt da auf einmal so ein scheiß Vogel angeflogen, ey. So, oh Gott, hier wird's neblig. So, ich latsche jetzt erstmal schnell nach Hause, das Zeug wegbringen. Taschen sind voll. Und ja, ich bin immer noch am Verhungern. Was brauche ich denn eigentlich, um den Schraubenschlüssel zu reparieren?
Reparaturkit, schön. Wunderbar. Oh, noch ein Bücherschrank. Geil, da kommt noch mal was dazu. Ich wollte gerade fragen, kriege ich auch noch was dafür, dass ich das abbaue? Ich habe natürlich auch wieder ein verstauchtes Bein, weil man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ich habe durchgehend Hunger, die Scheißerei und meine Rüstung ist kaputt. Wie sieht denn meine Rüstung aus? Ja, die ist ein bisschen angeschlagen. Ja, die Hose ist vor allem kaputt. Die Beinschienen. Ja. Mann, stell dich doch nicht so an. Lauf doch einfach. Bist du nur ein verstauchtes Bein? Mehr nicht. Du kannst übrigens an so Kisten, kannst du auch einfach R antippen, dann nimmst du direkt alles raus, was da drin ist. Ah, okay. Ich hab auch noch gar nicht drauf geachtet.